Hallo, ich bin Pauline Cornelissen. Ich komme aus den Niederlanden. Entschuldigung für den Akzent. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Die Verwirrungen des Meerschweinchens T. Lieben, Leben und Leiden im Büro. Das Buch geht um ein Meerschweinchen, das in einem Büro arbeitet. Ihre Name ist Kaviar und das hat nichts zu tun mit Kaviar, also Fischeiern, aber Kaviar, das ist das niederländische Wort für Meerschweinchen. Also, und Kaviar ist übrigens wirklich ein echtes Meerschweinchen, der unter Menschen arbeitet. Und in der Romanwelt ist dieses Szenario ganz normal. Das Buch geht um Bürointrigen und verstörte Kommunikation und auch ein Hauch Romantik. Ich werde jetzt ein paar Kapitel daraus vorlesen. Und das erste heißt Sehen und das geht um einen Betriebs-Yoga-Lehrer, die das Büro besucht. Sehen. Betriebs-Yoga-Lehrer Gerloff setzte sich auf einen Tisch. Er griff zu seiner Thermosflasche mit dem Tee, schenkte sich ein, verschränkte die Beine unter sich und sagte nichts. Kaviar sah sich um. Alle saßen noch an ihren Schreibtischen. War das richtig so oder sollten sie sich vielleicht in einen Kreis hinsetzen? Gerloff, fragte Stella, möchtest du jetzt anfangen oder? Gerloff drehte ihr langsam das Gesicht zu. Ich habe schon angefangen, Stella, sagte er in ernstem Ton. Danach erschien ein träges Lächeln auf seinem Gesicht. Nein, ein Scherz. Stella lachte nervös. Ich muss das hier erst einmal kurz in mich aufnehmen, sagte Gerloff. Er atmete ein. Während der Zähler läuft, rief Rudi. Er war damit beschäftigt, einen Stapel ausgedruckter Excel-Tabellen zu lochen. Gerloff sah ihn an und sagte nichts. Das schien sogar Rudi zu beeindrucken. Sorry, sagte er. Ich arbeite mit einer Flat Fee, erklärte Gerloff. Das klang nicht besonders yogamäßig, aber es war schließlich Betriebs-Yoga. Kaviar begann Respekt für den barfüßigen Mann zu bekommen, der jeden klein kriegte. Möchtest du einen Keks? Fragte sie. Er lächelte wieder. Nein, sagte er, aber danke für dieses Zeichen der Aufmerksamkeit. Er schloss die Augen. Kaviar machte sich wieder an ihrem Newsletter zu schaffen. Sie musste ab und zu husten, doch ansonsten war es ungeheuer ruhig in der Abteilung. Alle warteten darauf, dass Gerloff etwas machen würde. Nach einer Viertelstunde war der Newsletter fertig und Kaviar begann sich auf ihrem Stuhl zu drehen. Es passierte noch immer nichts. Sollte sie noch schnell den Abteilungsleiter Kommunikation des Mutterkonzerns anrufen? Dazu musste sie endlich einmal den Mut aufbringen. Sie sah auf die Visitenkarte, die nun schon seit Tagen auf ihrem Schreibtisch lag. Gerade als sie widerwillig zum Telefonhörer greifen wollte, seufzte Gerloff und sagte, »Ich sehe hier sehr viele Menschen, die völlig verkopft sind.« Ich sehe sehr viel Aktivität in den Köpfen und in den Händen, aber dem Rest wird wenig Beachtung geschenkt. Nun, begann Rudi mit dem, was wahrscheinlich ein schlüpfriger Witz werden sollte. Ich sage nur, was ich sehe, unterbrach ihn Gerloff. Jeder darf etwas anderes sehen. Kaviar lachte sich leise ins Pfötchen. Freude ist gut, sagte Gerloff. Lachen ist gut. Dann schwang er sich vom Tisch und befahl, Schuhe aus. Also noch ein Kapitel. Namaste. Kaviar lag auf dem grauen Büroteppich und sah ein einsames Lakritzbonbon unter ihrem Schreibtisch. Sollte sie es vorholen oder für die Reinigungskräfte eine Notiz machen? Aber dann würde es so aussehen, als hätte sie den Drops dort absichtlich hingelegt, um sie zu testen. Kaviar, ertönte es. Sie schreckte hoch. Einfach die Augen zumachen, Kaviar, sagte Gerloff. Sie hatte für einen Moment vergessen, dass sie gerade meditierten. Es gibt eine Menge Gedanken, sagte Gerloff zur Musik,
Und die darf es geben, aber versucht sie auch wieder loszulassen. Es muss nichts weggedrängt werden, sondern betrachtet eure Gedanken als Wolken, die auch wieder vorübertreiben. Das vorüber betonte er extra stark, vielleicht weil er nicht wollte, dass man denken könnte, er spreche von Wolken, die es übertrieben. Die Sitzung näherte sich ihrem Ende. Sie hatten viel in der Hund mit dem Kopf nach unten Position dagestanden, etwas, das Kavia besonders gut gelang. Der Lotus-Sitz war bei ihr jedoch nicht drin. Wahrscheinlich lässt es dein Knochenbau nicht zu, hatte Gerloff diplomatisch bemerkt. Rudi hatte gekichert. Kavia war froh, dass sie die letzten 10 Minuten auf dem Boden liegen durfte. Ab und an hörte man das Ping einer Mail, die irgendwo eingegangen war. Geräusche dürfen sein, sagte Gerloff. Sofort ertönten 3 Pings hintereinander, als hätte das Geräusch gespürt, dass es nun die Erlaubnis dazu erhalten hatte. Steht in eurem eigenen Tempo wieder auf, sagte Gerloff. Sie kamen wackelig wieder auf die Beine. Stella sah aus, als hätte sie geweint. Kim richtete ihr Haar. Schaltet kurz einen Gang zurück, sagte Gerloff. Nehm einen Moment das Tempo heraus. Namaste. Für mich bitte einen Kaffee, sagte Rudi. Gerloff reagierte nicht. Danke, Gerloff, sagte Stella. Ich glaube, dass es uns allen sehr, sehr gut getan hat. Also, das war's. Ich hoffe, dass diese kleine Kostprobe Sie neugierig gemacht hat. Was kann ich da noch zu sagen? Endlich gibt es ein Buch über ein Meerschweinchen, das im Büro arbeitet. Endlich. Viel Spaß damit. Tschüss.